Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ray Daniel und hier der Kürbis. Ja, ich habe mein altes Skin wieder geholt. Nein, Spaß. Das ist nur mein alten Kopf halt von meinem Pure Brain. Und ja, wieder eine neue Folge von meinem Pure Brain. Ihr dachte, mein Pure Brain kommt nicht mehr, doch es kommt. Und ja, im Hintergrund regt mich das auf. Und ja, es sollte wieder mal so öfters mein Creeper kommen. Sorry, dass lange nicht mehr kam, aber ich musste hier auch sehr viel Welt machen. Und wie ihr seht, haben wir einen toten Busch. Nein, aber ich habe endlich mal ein Haus gemacht. Es ist noch nicht fertig, aber ich habe ein Haus. Das ist das Gute daran, weil eigentlich habe ich noch nie Häuser gebaut in meinem Creeper. Außer diese eine, was scheiße aussah, Leute. Reden wir darüber nicht. Und, scheiße, das wollte ich nicht. Okay, jetzt gucke ich mal. Hier sehen wir einen Zombie. Okay, jemand gibt uns Kartoffeln. Können wir direkt in unseren Ofen reinschieben. Haben wir Kohle? Nein. Kann man das überhaupt? Ist das, hä? Ich meinte Ofen. Achso, das ist giftige Kartoffeln. Ach, giftige Kartoffeln. Ja, und toter Busch. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt hier mein Haus. Bitte, hier, Brian, mach das nicht. Ja, ist das so mäßig wie eine Brücke? Und nur das Haus. Hier kann man auch so ein bisschen Jump'n'Run machen. So mit Lilipad. So, und boom. Hier kann man so ein Glas gucken. So, ich habe hier gemacht. Denn hier so ein. So, ich dachte, das würde so cool umsehen sollen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber fand ich halt cool. Hier sind Bette, hier Kiste, wir machen einfach Rumtour. Hier so Tisch, so ich sag so, boah, ich habe echt Hunger, dann isst man hier Hühnchen. Also Hühnchen halt. Hier, wenn man Bock auf Musik hat, dann hört man Musik. Scheiße, ich drücke immer falsche Taste, Leute. Dann so, ja man, Dance Body, ja man, Leute, erstmal tanzen. Und hier sind halt Kisten, hier ist so ein schönes Bild. Hier ist so, sogar ein Kaktus, hier Crafting Table, zwei Ofen, hier wieder Kiste, hier wieder ein Bild. Und jetzt kommt das zum Schluss, was ich richtig lange gegrindet habe. Was ich richtig lange gedauert hat, das richtig lange gedauert hat. Und das so schwer war. Mein goldenes Schwert, Leute, das war so schwer. Also, wenn ihr das wüsstet, wie lange ich gebraucht habe. Spaß. Nein, habe ich nicht so. Das aber. Das war nicht so lang. So habe ich nicht so lange gebraucht. Und dann geht man hier so draußen. Ganz normal, man sitzt sich hier so und braucht hier noch so Campfire. Ja, das brauche ich noch. Ich. Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal craften, aber ich brauche es unbedingt, denn ja, kann man hier geht so halt da. Ich wollte eigentlich den Berg kaputt machen, aber jetzt ist hier so ein Tunnel und kann man hier zum ja, zum Dorf gehen. Und ich sehe hier so ein so ein Bauarbeiter. Ein Unbekannter hat mir gesagt, dass ich dieses Loch stopfen sollte. Es hat nicht sehr lange gedauert, aber es kostet etwas. Okay, und was? Nämlich 100.000 Emeralds. 100.000 Emeralds? Gerhard. Jokst du gerade? 100.000 Emeralds kostet das? Ja, ich habe hier so einen Bauarbeiter, weil das Loch, das war richtig anstrengend. Und es wird auf einmal wieder Nacht. Geil. Habe ich so gebraucht und ja. Ja. Na geil. Wow. Jetzt brauchen wir 100.000 Emeralds. Das stand so günstig, gut. Hilft sehr. Und jetzt 100.000. So war es von Fehlkauf. Sich hier goldene. Zeig mal eine Apple. Hier noch ein. Zwei goldene Apple. Hä? Was ist das? Emerald, Gold, aber was soll ich nehmen? Ich brauche halt Emerald, aber wir warten erst. Ah, das Bierbrauer. Ich nur Burger. Okay,
Da Mebuga Haus. Okay, das ist ein Bürgerhaus. Ich lob mein Nebel. Okay. Hahaha. Du nicht finde mal Schatz. Es geht Versteck. Und da ist nicht emmetalt. Okay, ich verstehe kein Wort und wieder giftige Kartoffeln, was ich nicht brauche. Ich esse gerne Hühnchen. Okay, das soll jetzt hier Bier pro Haus sein. Dann gucken wir mal. Also hier ist auch ein Bild, ein Jukebox, ein Bett. Was ist da? Das ist Automatic Fishing Net. Okay, könnte ich hier irgendwas brauchen? Hier ist ein Crafting Table. Und ein Ofen, was da drinne. Giftige Kartoffel und Feuersteller. Also das ist doch so, Campfire. Ja, keine Ahnung mehr, wie es heißt. Und, ja, jetzt haben wir das. Geil, Leute. Ja, man, Campfire. Wir haben jetzt Campfire. Wie random ist das? Hey, Leute, so random. Ich habe noch nie so ein Campfire einfach in den Ofen. Ja, aber hier, Bierpower ist halt auch dumm. Warte. Ich glaube, wir brauchen Eisenpickaxe. Und dann können wir. Hier Emerald kaputt. Hier Emerald farm. Okay. Ich gehe kurz in mein Haus. Und ich müsste da mal Fackeln platzieren. Ich habe hier zwei Fackeln. Hier. Und hier, ja, doch, es ist ausreichend. Habe ich hier irgendwo Eisen? Hier ist ein Digital Clock, Radio halt. Oh, hat mal Hyper mich geärgert. Hier Anti-Block Rot von den 7. Ja, ich weiß immer noch nicht, was halt das 7 bedeutet. Der 7, die 7, keine Ahnung, bedeutet, aber. Okay, habe ich hier irgendwo. Ja, komm, lass dir so safe play. Ich bin mal sicher. Hier Stock. Hier. Amen. Ja, okay, dann gehen wir wieder mal dahin. Und Emerald. Okay, ja, hier. Die geil Emirates. Hier, er denkt mit seinen Scheiß. Warte. Oh. Ah. Ah, okay. Aua. Tut weh. Bruh. Okay. Ja. Hab ich bekommen. Da, ist das da? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ey, yo! Jetzt box mich einfach. Okay. Scheiße, Leute. Er hat mich. Scheiße. Erstmal Hühnchen. Ich habe heute kein. Ich habe kein Schwert dabei. Aber ja, easy. Leute, und jetzt hier das letzte. So. Ja, hier so Time Pickaxe. Scheiße. Das fuck up. Okay, ich hab dann alle Emeralds, geil. Okay. Was ist das? Aber, wer ist sie? Ah, hallo Sita, ich glaube, ich hab mich verirrt. Hi. Lady Gaga. Okay. Hi. Wie geht es denn Ihnen? Lady Gaga. Hallo, hallo Süßer. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Warum hast du dich verirrt?
Weißt du, wo du hingehen musst? Du bist aber ein starker Mann. Okay. Danke für die rosa Tulpen. Ja, okay. Ja, danke für die Tulpen. Ich weiß, dass ich ein starker Mann bin. Ja, Leute, starker Mann. Komm doch mit. Okay, man soll eigentlich fremde Leute nicht. Leute, nein, ich muss mit, also Golden Apple, gerne. Ja, okay, da, ja, aber man soll eigentlich nicht fremden Leute mitlaufen, mitfahren eigentlich. Oder hinterherlaufen, aber die ist halt schon schön, aber Lady Gaga, nicht guter Name, nicht guter Name. Lady Gaga. Aber wie am meisten der Golden Apple? Oh, doch nicht. Oh, du Süßer. Okay. Ja, ich weiß, dass ich ein Süßer bin. Okay. Ja, ich weiß, das schöne Mond. Finde ich auch schön und diesen Zombie mag ich gar nicht. Komm her. Bam, ich mach hier Link. Komm mit, Ray Daniel. Okay, ich komme. Ja, hier, ich habe jetzt Hunger. Ja, das tötet. Okay. Okay, dann. Ich komm doch. Also, mach ich ein bisschen schneller. Lady Gaga. Ich warte auf dich. Danke, dass du mich beschützt. Bitte. Ja, bitte. Okay, soll ich, sollen wir jetzt rübergehen? Warum sind hier so viele Enderman? Aber die. Ja, Mann, guck mal, easy, guck. Nur für dich. Ah! Oh. Guck mal, starker Mann, oder? Ja, okay, ich soll sie folgen. oh mein Gott, das ist peinlich, Leute. Oh nein. Ja. Ah, ist das dein Haus? Oh, ich dachte, du hättest dich verirrt. Aber okay. Ja, man weiß immer. Okay, soll ich einfach da hoch? Ah, ich soll, denke ich. Ja, das ist mein Haus. Ja, ich soll eigentlich nicht fremde Häuser zuerst gehen. So, man, er ist die Besitzerin. Besitzer. Ja, sie ist eine Besitzerin. Hier, komm. Ja, also es ist sehr klein. Hier ist nicht. Kein Bett. Gar nichts. Keine Tulpe. Gar nichts. Was ist? Ja, ich war alleine. Hier ist schön. Okay, es wird Tag, aber. Egal. Hier ist ein bisschen alleine, so. Ja. Okay, was ich saß. Ja, guck, du hast hier was kaputt geht. Guck mal. Hier so und dann schöne Wolke. Und dann hast du hier mal was. Weißt du? Und dann die das. Oh shit, der Tank ist leer. Gargamel. Tschüss, ich kenne sie leider nicht. Kenne ich leider nicht. Kenne sie leider nicht. Weiß nicht, wer sie sind. Oh nein. War das Skelett oder Gargamel? Das war. Renn nicht, mein Süßer. Weg, sofort weg. Das ist ein Verrückter. Ein Pädophil. Scheiße, er kommt. Schnell, schnell, Leute, schnell, 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 schnell. Schnell zu meinem Haus. Schnell, mein Haus, schnell, mein Haus, schnell, mein Haus. Ich kann das nicht, schnell, mein Haus. Okay. Ich hoffe, dieser Pädophil verfolgt mich nicht. Dieser Opa. Ich habe leider nichts für dich. Hallo. Hallo. Ich kenne sie leider nicht. Wenn sie jetzt nicht weggehen, ich rufe die Polizei. Warte. Warte, ich habe hier so ein Telefon. Warte.
Guck mal, siehst mein Telefon? Ich jetzt eins, eins. Ja, dann gehen sie weg. Okay, ruhig. Ja. Gehen sie jetzt. Oder ich rufe sofort Polizei. Okay, Leute, ich muss euch was sagen. Das war ein Radio. Habt ihr gesehen, das war ein Radio? Ich komme wieder. Okay. Leute, das war ein Radio, also. Ja, das war kein Telefon, ich habe ihn. Ja! Ich rufe jetzt die Polizei. Eins. Das Garamel ist weg, oder? Ich glaube schon. Ja, das war ein Radio und kein Telefon. Und hier ist ein fucking Creeper. Okay, ja, er ist weg, weg. Bitte nein. Okay. Jetzt haben wir hier ein Lagerfeuer. Können jetzt hier so platzieren. Und dann kann man hier sitzen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so Campfire-Lied oder Firecam-Lied oder Zeltenlied, so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. So singt, so ganz schön, der Marshmallow ist und so gruselige Story zu erzählen. Ich finde das eigentlich schön. Ja, es würde sogar Spaß machen. Aber dieser Garamel, er war schon ein bisschen verrückt. Warum sind hier Hexen? Und ich habe nur hier gezeigt, aber hier ist hier so ein bisschen Sand. Ja, ich muss hier mal ein bisschen putzen, aber gar keine Lust. Gar kein Bock. Und hier ist einfach die Wüste. Die Wüste. Und krass, oder? Ich finde es auch sehr krass. Sehr viel Sand. Was ich brauche. Eine Spinde bitte. Bürgermeister. Hallo? Bitte. Leute, ich habe hier ein bisschen Mache. Ich habe leider kein Geld. Sorry. Es tut mir sehr, sehr, sehr doll, Leute. Aber was? Ich flehe sie an. Aber was mit dir passiert? Sind sie jetzt obdachlos? Sind sie jetzt ein Penner? Na, Spaß, Leute, sagt das niemandem. Das ist schon eine Beleidigung. Aber, ja. Aber es war nur Spaß. Bürgermeister. Es war nur ein Spaß. Sie haben mein Haus zerstört. Nein, ich hab... Okay, weißt du? Als Entschuldigung... Kann ich hier mein ganzes Geld... Mehr Geld habe ich auch nicht. Ein Emerald. Schon guter Preis, also... Ja, Inflation. Danke. Ja, bitte. Und ich habe wirklich das Haus nicht zerstört, sondern das war hier Brian. Danke. Bitte. Und, guck mal, als Schenk hier können sie, wenn so Monster kommen, können sie das benutzen, um abzuwehren. Sie müssen mich nicht anlügen. Ich lüge ihnen nicht an. Ey. Ja, warte, ich hol meinen Bruder. Ich hol meinen Bruder, okay? Ich hol meinen Bruder. Warte. Ich hab einen Bruder. Er kann das alles erklären. Er hat alles beweist. Ja. Leute, ich hab kein Bruder, aber ich hab einen Kopf von den Alten. Darf ich bei euch wohnen? Okay. guten Tag. Ich habe gehört von meinem Bruder. Ich muss mit ihnen reden. Also warte, sie wollen bei uns wohnen, leider nicht genug Platz, wir sind hier, ich und mein Bruder wohnen hier, wir haben kein Geld mehr und wir müssen, ja, selber auf uns achten bei Inflation und das tut mir auch ihnen leid, aber ich habe nicht gute Arbeit, ich werde auch nicht gut bezahlt, deswegen kann ich auch nicht für dich, ja. Also deswegen darfst du auch nicht bei uns wohnen. Es tut mir leid.
Aber Sie können hier Bierbrauer fragen. Er ist hier der neue Bürgermeister. Oh, danke, dass ich bei euch wohnen darf. Danke. Nein. Nein, ich. Ma. Hallo, mein junger Freundchen. Okay. Wenn die jetzt nicht weggehen, ich rufe die Polizei. Hier mein Handy. Warte. Eins. Eins. Ja, letzte Mal. Sie gehen raus oder ich rufe die Polizei. Ich war mal die Polizei. Ja. Ja, jetzt andere. Ich rufe jetzt Polizei. Eine bessere Idee. Ich hole gleich meinen Freund Gargamel. Nein, er ist nicht mein Freund, Leute. Ja. Er will dich verhexen, er will dich töten. Oh, shit. Ja, also gehen Sie lieber weg. Und ciao. Und gehen Sie weg. Ciao. Okay, Leute, es hat gut... Okay, der Bruder hat jetzt nicht so viel gebracht, als ich... dachte, aber Gargamel hat schon was gebracht. Die Lümmel. Selber Lümmel! Alter, heutzutage. Der Bürgermeister hat auch keinen Respekt von uns. Das geht gar nicht, Leute. So, er will hier einfach so leben, aber ich habe kein Einverständnis gegeben. So ein Schmarotzer. Ah ja, es wird langsam Nacht. Ja, so ein bisschen Campfire. Ja, so ein bisschen warm. Ja. Leute. Was soll ich noch sagen? Dass mein Thunderstrike wieder da ist. Mein Fearbind. Dann haben wir noch so Challenges und auch so ein Minigame, so wie Lucky Blocks und Hide and Seek. Was auch alles kommt. Und. Was noch? Ja, Pokémon kommen auch noch. Also sehr viel Content. Und ja, ich mache jetzt auch mehr Videos halt für euch. Und es macht auch für mich Spaß. Und ja, deswegen danke für den Support. Ich will dieses Jahr 100 oder sogar 200 Abonnenten schaffen. Das würde gehen, aber erstmal die 100. Also wenn jetzt ihr alle abonniert. Gerade, ich weiß nicht, haben wir zurzeit 89. Aber wir nehmen... vorher auf, deswegen ich hoffe, wir haben schon die 100 Abonnenten geknackt. Wenn nicht, dann bitte abonniert und wenn ihr da geschaut habt, Ehre und aktiviert bitte die Glocke, um mich zu unterstützen. Ich bin auch so broke wie der Bürgermeister. Ja. Ja, deswegen danke, Leute. Und ich, hallo. Wer ist das? Elmos Mutter. Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden, aber Elmos Mutter. Hi. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Okay. Ich bin nicht. Okay, sie sieht ein bisschen. Sie haben schlimme Sachen gesagt. Nein, ich habe keine schlimmen Sachen gesagt. Zu wem? Hä? Ich kenne sie. Ich kenne. Die leider nicht. Deswegen, was wollen sie hier? Ich weiß, ich habe ein sehr wunderschönes Haus. Sehr schön. Campfire. Zu meinem Sohn. Welchen Sohn? Ich kenne keinen Sohn. Aber ich glaub, die meinen Elmo. Er hat mich zuerst beleidigt. Also ich. Elmo, mein Süßer. Nein, das war ich nicht. Das war. So meine Chicken. Sorry, aber ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, wer sie sind. Deswegen hat gesagt, dass sie ihn beleidigt haben. Hashtag plus. Oh, komm her. Warum kann ich sie? Oh. Hallo, sie haben jetzt gerade mein Kunststück kaputt gemacht. Da rufe ich jetzt sofort die Polizei. 1-1. Ja? Soll ich jetzt die Polizei rufen? Oder besser, soll ich gleich
Soll ich gleich Gargamel rufen? Ey, nein, nein. Gib es mir wieder. Okay, okay, okay. Ich rufe jetzt Gargamel. Aha, okay. Hallo Gargamel. Ja, ja. Hier ist so eine schlimme Emmos Mutter. Sie hat gerade meinen Campfire zerstört und beleidigt mich. Gargamel ist mein Mann. Er hat dich betrogen. Er ist jetzt mit mir zusammen. Was sollte? Nein, niemals, niemals, niemals. Ja, also, dein eigener. Was wollen sie? Was willst du jetzt? Gib mir meine Sachen. Du ehrenlose Streckstück. Und du gemeine Frau, die nichts kann. Deswegen auch wie ihr Sohn nichts Könner seid und nur Fünfen schreibt. Deswegen, du kleine. Leute, ich darf hier keine Beleidigung sagen. Das soll noch kinderfreundlich sein. Hier, wenn du das so willst. Nein, 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 Leute, nein. Ich muss jetzt wieder farmen. Ich habe gar keinen Bock mehr zu farmen. Du ehrenlose Miststück. Es gibt Rache. Irgendwann töte ich deinen Sohn. Und dich. Und deinen Mann. Was willst du denn machen? Jetzt gib mir meine Sachen. Oder ich... Noch einen schönen Tag, hahaha. Leute, nächste Folge. Nächste Folge. Es kommt eine nächste Folge, ja. Machen wir eine Falle gegen Elmos Mutter. Ich finde ihr Standort. Ich recherchiere, Leute. Ich suche für euch. Ich suche. Ich frage Gargamel. Ich frage alles. Und deswegen, Leute, machen wir eine Falle. Deswegen... Aber jetzt erstmal beenden. Ich wollte noch schön meinen Campfire genießen und euch eine Geschichte erzählen. Aber, Leute, deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und ciao.